Oh, guck dir das an! Wow. Stopp! Pause! Hilf dir das einfach! Boah, shit! Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein kleines Reaction mit dem guten Media Squad. Hallo Tugfox, hallo Fee to the Breeze und hallo Fabs. Was geht mit euch? Wir haben ja jetzt Pandemie-Action und sind alle vom Mediamarkt. Und es gibt so ein Ding, man nennt es ja, keine Ahnung, PlayStation 5 Release. Und jetzt mal mein ganz kurzes Feedback, warum ich gut finde, dass das meiste jetzt online bestellt ist. Auch dass Scheiße nicht genug da ist und nicht jeder rechtzeitig anscheinend eine PlayStation bekommt. Uns inbegriffen, wir mussten genauso bestellen wie die anderen auch, Leute. Und unsere wurden ausstudiert. Wir sind ja auch am Arsch, Leute. Aber die von Sony zugesendet werden, viel Spaß an die eine bekommen. Wir wollten einfach nochmal klären, warum ich, also es ist meine persönliche Meinung, es gut finde, dass die online abgewickelt wird diesmal, weil wir haben ja eine Pandemie und wir zeigen jetzt nochmal den PS4-Release, wie es damals abging in allen Läden, als das rauskam. War jemand von euch am Start, als das rauskam? Yep. Ja. Neue Medien. Da habe ich noch in die Hosen gekackt. Und ich komme um die Ecke und da stehen mir die ersten Leute entgegen und so, ja, wir warten auf den Mediamarkt-Einlass. Und ich denke mir so, ey, das sind 600 Meter. Was ist mit euch? Ich habe ein Video rausgesucht, wie wir, wie alle anderen Länder das handhaben oder wie bei denen der PS4-Release war. Ich würde mal sagen, wir starten hier mit der USA. USA, Leute. US und A. Oh, GameStop. Oh, okay. Gibt's die da auch? Ja, klar. Ach so. Aber sieht ja noch chillt aus, ne? Sieht ja echt noch komplett normal aus. Guck mal, die gehen normal rein. Die haben sich doch niemals normal angestellt. Das waren die Vorbesteller. Die haben nur Vorbesteller gehabt. Aha, das kann sein. Deswegen finde ich das System gar nicht mal so dumm. Und guck, die haben außen einen DJ aufgebaut, der sagt, die bespaßt werden, die warten. Voll geil, oder? Das ist cool. Das ist ein Event. Genau. Die sind ja voll entspannt. Ich habe gesehen, dass damals, als die PS4 rauskam, schon ein Final Fantasy VII Remake Poster da gehangen war. Warte, nein, mach mal zurück. Ja, doch, hab ich gesehen. Wo? Da? Guck. Yo! Ach, shit, das hab ich ja gesehen. Der Typ, der kriegt voll den Orgasmus. Der Kevin. Der gute alte Kevin. Pick up. Saudi-Arabien. Yeah. So sah es bei uns aus. Also, ich finde das noch relativ human da. Ja. Ja, aber ich glaube, die haben es irgendwie. Die geben es raus direkt. Oh, das ist aber auch schon sehr viel los. Oh ja. Polen, alle geklaut. Spaß. Das ist echt gemein. Guck mal, genau so sind die bei uns runtergelaufen. Ja, genau so. Ja. Vielleicht Saturn. Das ist sogar Saturn. LOL. Grüße an die Kollegen. Oh, guck mal, hier einer Walking Dead. Ich muss euch gerne noch eine Story dazu erzählen. Das ist okay. Aber die sind doch alle total. Ja, sind auch. Verstehe ich nicht. So sind die, also, by the way, heute war bei uns der Xbox-Release. So sind die bei uns auch frühs rein, in den Tempo. Ja, echt, ja. Nicht so entspannt, aber schnell und zielgerecht. Waren halt nur 15, weil die Leute wussten, dass sie keine mehr bekommen werden. Ja, guck mal, und schon weg. Da waren 5 Stück gestanden. Hä? Ja, so war es bei uns auch. 5 Stück waren es bei uns. Aber das ist doch alles super human, wenn ich ehrlich bin. Black Flag, Alter. Ja, aber ganz gesittet angestellt, so ist auch okay. Also ich würde sagen, da ist der Laden, das sieht auch so Richtung GameStop wieder aus. Ja. Es sieht sehr gesittet aus, wie es ist. Oh, jetzt kommt jetzt. Wir kommen Recklinghausen. Ja, komm! Direkt mit der Mark. So sah das alles aus, ohne Scheiß. Das ist genauso aus. Wie die Rede rennt, Jabba! Alter! Ja, guck dir an! Oh, ein Kollateralschaden haben wir schon kurz! Leute, aber ganz ehrlich, ist das nicht irgendwie so Fremdschämen, wenn wir uns die anderen Länder hier angeguckt haben? Du denkst dir so, Deutschland, Alter, warum übertreiben wir so, Alter? Es geht um die PlayStation. Wir wissen doch alles, dass du auch übertrieben hast. Wir wissen doch alles. Vorbesteller-Baby. Vorbesteller. Ja, Mann. Krass, ey. Alter, die nehmen den Laden aus. Oh mein Gott. Die machen alles kaputt. Ja, es war aber wirklich, ohne Scheiß. Hier, da, Recklinghausen. Oh, nee, ist nicht Recklinghausen, ist nicht unser Markt, aber genau so sah es aus.
Alter. Also guck, das Tor war bei uns auch, die haben das Tor nicht mehr hochbekommen, weil die das komplett demoliert haben. Und dann ganz entspannt. Oh Mann, oh. Und dann gehen die richtigen Phasmophobie-Tempo. Ja. Da frage ich mich nur, warum haben die Leute sich angestellt? War doch klar, dass das eine Orgie wird. Ja, guck mal, wie entspannt die in sind. Oh. Ich weiß, da will ich einkaufen gehen. Ich weiß, was TechFox mit Fremdschämen meint. Voll ruhig und so alle. Hä? Ja, total entspannt. Hier, nimm du die Playstation. Nein, nimm du die Playstation. Nein, nimm du sie doch jetzt endlich. Oh, voll schön. Guck mal, mit Liebe wird's überreicht. Das sind meine Australier. Das sind meine Australier. Aber das ist alles Vorbesteller. Ja, ist echt. Ja, 100%ig alles Vorbesteller. Deswegen klar, weil die bekommen, die haben mit ihre. Genau. Es ist halt bei uns, wenn das jetzt so bei der nächsten Konsolengeneration eh gleich wieder so gemacht ist oder so, müssen noch zwei Generationen vergehen, dass man gleich von Anfang an sagt, Vorbesteller und mehr nicht. Also wirklich auch nicht mehr so. Ja. Ich finde es trotzdem kacke. Ich finde, das es ist doof. Ich finde das es doof. Ist, ich meine jetzt das... Oh, Frankreich. Also klar. Wir sind nicht die Einzigen, wir sind nicht die einzigen Leute. Oh mein Gott, ich schlag mich für die Plays. Oh, guck dir das an. Oha. Das sind unsere Nachbarn. Und die Polizei guckt einfach nur zu. Ja, was sollen die denn machen? Guck mal, Alter. Beide. Alter, nicht wirklich. Das macht ihr nicht wirklich. Da wollen sie ja prügeln. Er hat sie wirklich rausgerissen. Wie ehrenlos, Alter. Wie ehrenlos. Darf ich ganz kurz eine Anekdote erzählen? Das ist kein Scherz. Die haben sich bei uns geprügelt. Bei uns sind Zähne geflogen. Leute, ich muss echt jetzt. Ja, ich muss jetzt auch mal das deutsche Video reinmachen, weil das war viel heftiger. Das war nur Deutschland und du fasst dir am Kopf, Leute. Ich mach's mal an jetzt schnell. Vielleicht ist da unseres auch mit dabei. Also bei uns haben die haben sich geprügelt, ohne Scheiß. Irgendeiner hat einen Zahn verloren, Kunde. Alter. Ein Kunde ist fast die Rolltreppe runtergeflogen, weil er die andere weggeschubst hat quasi. Ist wirklich kein Scherz. Es ist eine fucking Konsole, wir haben Liebe. Es war auch ein Krankenwagen, Polizei war da, das war ja... Ist Was ist das denn jetzt? So geil! Das ist krass, ja. Das ist hier bei Alexanderplatz in Berlin bei uns. Das ist so geil. Das haben wir, das ist unfassbar. Heute, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, was da los war, ja? Aber ganz ehrlich, Leute, da kriegst du doch als Mitarbeiter Angst, ne? Na klar. Da stellst du dich in die Ecke und sagst, bitte überrenn mich nicht, bitte überrenn mich nicht. Mir vollkommen egal, was ihr macht, ich bin weg. Ach du Scheiße, ey. Und wie sie rennen, ja? Ey, die World War Z einfach nur. Warte mal. Ich glaube, das ist unser alter Markt gewesen. Das sieht zumindest genauso gleich aus vom Aufbau vom alten. Ich ist halt schon wieder 6 Jahre her. Das sind wir! Mach mal stopp! Pause! Pause! Ganz kurz! Du kannst selber Pause drücken! Das ist echt so! Ganz kurz, unser ehemaliger Verkaufsleiter und unser jetziger Flächenverkaufsleiter. Das ist unser Markt. Ohne Scheiß, das ist unser Video. Das mit der Rolltreppe ist fies bei euch, ne? Da passen ja nicht so viele Leute rauf. Oh, wie cool! Und die arbeiten immer noch bei uns. Mega! Ich glaube, genau, sieht man, wie die eine Person fast von der Rolltreppe runterfliegt. Da unten schon, Alter! Heftig, Leute. Jetzt rennen wirklich die Mitarbeiter weg, ja? Ja. Da rennen wirklich die Mitarbeiter weg, so nur mal so gesagt. Vollkommen richtig. Guck mal, ich bin Oh mein Gott, oh mein Gott. Baust du das Gleisteil mit deinen Kollegen noch abends auf? Ohne Anleitung wahrscheinlich? Ja, klar. Ja, sicher. Ja, aber die haben auch einen Haufen, Alter. Da liegen Alter, schon Leute auf dem Boden. Alter! Stau. Und habt ihr gesehen, wie der eine einfach rübergesprungen ist da über den anderen? Alter. Alter, die ganze Palette schieben. Guckt euch mal die Schütte. Ja, die Schüttepalette ist weg.
Und so eine Schütte wiegt was, ne? Die wiegt so 200 Kilogramm oder sonst was. Ja, yeah, der hat sich das Bein dabei gebrochen gefühlt, Alter. Boah! Boah! Oh, shit! Und er nimmt sich zwei mit! Was hast du mit, Alter? Er nimmt sich zwei mit! Wird ja in der Kasse abgenommen. Ja, bestimmt. Duften die ja nicht. Duften ja nur jeder eine, ne? Naja. Stell dir vor, du wartest 6 Stunden lang in so einer scheiß Schlange. Die haben sich bei uns nachts angestellt, ja? Und dann gehst du mit leeren Händen nach Hause. Oder du wartest halt einfach noch 3 Wochen. Dann würde ich sagen, Fazit, Leute, ich glaube, ich finde Vorbestellen diesmal gar nicht so schlecht, da wir eine Pandemie haben. Ansonsten schlagt euch gerne die Zähne raus um die PlayStation. Ja. Aber finde ich schon auch gut uns allen gegenüber. Ich wollte es bloß nochmal bewusst machen. Deswegen musste dieses Video jetzt unbedingt nochmal her. Deswegen danke, dass ihr mit dabei wart. Vergesst nicht einen Daumen und ein